Es gibt immer wieder junge Leute, die sagen, ich möchte mein Kind nicht taufen lassen. Das soll sich doch später mal selber entscheiden, ob es den Weg in die Kirche, in diesen Glauben gehen möchte. Bei meiner letzten Taufe habe ich es genau andersrum gehört. Die jungen Eltern, die zu mir gekommen sind, haben zuallererst gesagt, wir wollen unser Kind taufen lassen, damit es sich später mal entscheiden kann. Das heißt, sie wollten ihrer kleinen Tochter die Möglichkeit geben, selbst zu erfahren, was es heißt, getauft zu sein, in den christlichen Traditionen aufzuwachsen, um dann später zu sagen, ja, da will ich drin bleiben, das gefällt mir. Als ich nachgefragt habe, hat der Vater erzählt, für ihn war zum Beispiel die Jugendzeit, die Jugendgruppe, die Konfirmandenzeit so wichtig. Das hat ganz viele Erinnerungen und Prägungen gegeben. Die Gruppe vielleicht. Konfirmandenzeit, das ist ein Alter mit 14, 13, wo die Jugendlichen ganz viel Fragen haben. Und wie toll, wenn man da auch einen Ort hat, wo man Fragen stellen kann, wo man andere treffen kann, wo man sein kann. Also für diesen jungen Mann war das anscheinend so, dass er gesagt hat, ja, genau das möchte ich meiner Tochter auch ermöglichen. Das kann sein, dass der nach der Konfizeit nicht mehr in die Kirche gegangen ist. Kann sein. Ist vielleicht auch fast das Normale. Aber die Samen sind gesetzt. Und jetzt, als er dieses kleine Mädelchen auf dem Arm hatte, kam das vielleicht wieder und die ersten Blüten sind wirklich da gewesen. Und so haben sie dann auch diesen Tauftisch bei uns geschmückt mit ganz viel bunten Wiesenblumen, sehr, sehr liebevoll. Und da geht mir einfach das Herz auf. Sie haben ihrer Tochter einen Taufspruch gegeben. Es ist der Vers 11 aus dem Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ein ganz beliebter Vers, die Engel, die das Kind denn behüten sollen. Ich denke, das ist das, was alle Eltern sich für Kinder wünschen, dass sie behütet und begleitet auch sind. Dass die dann trotzdem hinfallen, dass Kinder trotzdem auch Schlimmes in ihrem Leben erfahren werden, dass es Höhen und Tiefen im Leben gibt, das ist absolut normal. Aber Gott gibt das Versprechen, ich bin dabei. Meine Engel schicke ich dir. Und das passiert hier an der Taufe, das Versprechen, dass Gott sagt, du kleines Mädelchen, dich meine ich. Ich verspreche dir, ich werde den Weg mitgehen. Und zu diesem Taufspruch und zu diesem ganzen Fest haben die Eltern sich auch noch ein Lied herausgesucht. Und zwar ein Lied von Phil Collins. You'll be in my heart. Das ist jetzt ein Lied, was oft bei Hochzeiten genommen wird. Dir gehört mein Herz übersetzt. Aber ich finde, das passt genauso auch gut zur Taufe. Nämlich genau dieses Versprechen, das Gott dem Kind gibt. Ich bin bei dir, du gehörst zu mir. Das steckt in diesem Lied von Phil Collins. Ich lese da mal ein paar Strophen raus. Da heißt es, hör auf zu weinen und nimm meine Hand. Halt sie ganz fest, hab keine Angst. Ich will dich hüten, will dich beschützen, bin für dich hier. Keine Angst. Du bist so klein und doch so stark. In meinen Armen halte ich dich schön warm. Von nun an sind wir unzertrennlich. Bin für dich hier. Keine Angst. Denn dir gehört mein Herz, ja? Dir gehört mein Herz von heute an. Für alle Ewigkeit. Wenn das nicht ein Versprechen ist, das Gott diesem Kind gibt. Und ich finde, was Schöneres können Eltern ihrem Kind gar nicht mitgeben. Und wenn es dann unter diesem Segen gewachsen ist und ins Leben hineingegangen ist, dann wird sie sich selber entscheiden,
ob es gut ist für sie, dieser Glaube, oder ob sie sich eher zurückziehen möchte. Das ist dann ihre freie Entscheidung. You'll be in my heart. Dir gehört mein Herz. Das ist ein Zuspruch, den Gott uns allen gibt. Und genau so ist auch der Segen zu verstehen. Der Segen, unter den wir uns stellen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.